Kapitel 12. Der wahre Held des Lichts. Wir kamen an, auf der vorletzten Ebene der Sternlichtspitze. Wenn man es genau nehmen wollte, sogar auf der letzten. Denn der höchste Punkt dieses Monuments, die Sternlichtkuppel, war das einzige, was nur noch über uns lag. Doch an diesem Ort gab es ein großes Hindernis auf dem Weg dorthin. All meine ehemaligen und jetzigen Freunde, diejenigen, die mir noch nicht vertrauten, abzüglich Günther. Als Lord Ecke, Floink und ich die Ebene betraten, wirkten sie zunächst ziemlich erleichtert. Ihr habt ihn gefangen? Wirklich? Das sind ja tolle Nachrichten. Ich gehe gleich Günther Bescheid sagen. Die Freude sollte jedoch nicht lange halten. Warte, Bulbi. Es gibt vor etwas Wichtiges zu klären. Wie, was sollte denn so wichtig sein? Habt ihr alle den Darkreis Brief vergessen? Der Verräter. Derjenige, der sich auf Günthers Seite stellt. Offensichtlich hatten noch mehr Pokémon dieselbe Vermutung gehabt wie Lord Ecke zuvor. Warte, es gibt ihn wirklich? War es nicht bloß eine Erfindung? Floink war der Erste, der sich entschied, das Geheimnis zu lüften. Er nahm wieder seine kampfstärkere Form an, die des dunklen Rächers. Nein, war es nicht. Lasst Günther passieren. Ich will keinen von euch angreifen, aber wenn ihr mir keine Wahl lasst, dann werde ich tun, was ich tun muss. Floink? Du? Du bist der Verräter? Bulbi wandte sich an Shinux. Und das, wo du ihm so sehr vertraut hast. Es tut mir leid, Shinux. Erst schien er nicht ganz zu wissen, wie er mit der Situation umgehen sollte. Nein, nein. Entschuldige ich doch nicht. Wenn dann muss ich mich entschuldigen, weil... Nun... Auch er nahm seine kampfstarke Form an. Auch ich stehe auf seiner Seite. Vergib mir. Ich will das Beste für alle. Das musst du uns glauben. Papa? Was? Also gab es mehrere von eurer Sorte. Deshalb haben wir es nicht durchschaut. Ihr beiden habt euch gegenseitig gedeckt. Was ist in euch gefahren, dass ihr euch einem so Wahnsinnigen anschließt? Er wurde von seiner Schwester unterbrochen. Beruhige dich, Latios. Er ist nicht wahnsinnig. Mit diesen Worten zückte sie ihr Latias Nied und nutzte die Kraft der Mega-Entwicklung, bevor sie sich auch in unsere Reihen gesellte. Ja, drei Pokémon. Bis gerade am Fuße des Turmes waren es drei Pokémon. Und seitdem sind es vier. Auch Lord Ecke machte sich bereit. Nun, wo wir zu fünf gegen die vier übrigen Pokémon standen, war klar, dass sie keine andere Wahl mehr hätten, als uns anzuhören. Die Kampfkraft lag mehr als nur auf unserer Seite. Ja, alle? Sogar du, Lord Ecke, aber... Ohne Vorwarnung sprintete Funkenherz die Treppe hinter ihr hoch und eine Stimme erklang weiter oben. Genau wie alle anderen wusste ich genau, wem diese Stimme gehörte. Was? Ich muss mich selbst überzeugen. Sekunden später trat das Pokémon die Treppen herunter, welches ich nur allzu gut kannte. Ich selber. Beziehungsweise mein Ebenbild. Beim Anblick dieser Szene wirkte er zunächst sprachlos. Was? Was geht hier vor sich? Ich dachte, ich hätte für jeden von euch meine Hand ins Feuer gelegt. Als ich herausgefunden habe, dass es einen Verräter gibt, war ich am Boden zerstört. Und jetzt? Was muss ich hier jetzt sehen? Vier von euch stellen sich gegen mich. Ist das der Dank? Shinux, Floink, Latias. Kurz blickte er in unsere Runde und sein Zorn verwandelte sich zu Trauer. Lord Ecke, sogar du, von all den Pokémon. Ja, nein, versucht uns anzuhören, bevor ihr uns verurteilt. Gerade du, Günther, warte, bis ich dir alles erklärt habe. Denn diese vier kennen die Wahrheit schon. Diese Welt, in der wir uns gerade befinden, ist meine Heimat. Aber sie wurde vom dunklen Gott verzerrt. Auch du bist ein Wesen dieser Verzerrung. Meine Freunde sind diejenigen, mit denen ich damals reiste. Auch ihr, Sumpex, Latios, Bulbi und... Nun, Funkenherz, wir hatten nie das Vergnügen. Darkrai hat mir dies offenbart, als er mir den dunklen Kristall gegeben hat.
Die einzige Möglichkeit, die Welt zu entzerren, ist das Zahnrad der Welten. Sowohl Flönk als auch Shinnok behielten ihre Erinnerung an diese verlorene Zeit durch ihre innere Dunkelheit, von der ich euch teils in meinen Geschichten bereits berichtet habe. Latias und Lord Ecke konnte ich beide auch überzeugen. Und nun stehen sie hier gegeneinander. Aber willst du ihnen einen Vorwurf machen? In meinen Augen, Günther, haben wir beide nicht das Recht, ihnen etwas vorzuwerfen. Wie sollen sie in dieser Lage eine wirklich korrekte Wahl treffen? Gibt es überhaupt eine faktisch korrekte Wahl? Selbst Darkrai war sich nicht sicher. Deshalb hat er uns beiden geholfen. Sowohl mir als auch dir. Siehst du den Ernst der Lage, Günther? Kurz schien er zu überlegen. Ja, ich sehe den Ernst der Lage. Ich sehe, dass du manipulativer bist, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Erwartest du wirklich, dass ich dir nur ein Wort abkaufe? Es sind Lügen. Könnt ihr alle das nicht sehen? Nein, ob du es willst oder nicht. Es ist, wie er es gesagt hat. Es sind keine Lügen. Ich erinnere mich an diese Ereignisse. Du musst lernen, es zu sehen. In diesem Kampf gibt es keinen Bösen. Ich sehe nur, weshalb Darkrai mich gewarnt hat. Ich hätte es ernster nehmen sollen. Weißt du, im Prinzip ist es egal, was du nun denkst. Eigentlich triffst du nur noch eine Entscheidung. Ziehst du unsere Freunde mit in diesen Kampf oder stellst du dich? Ein faires 1 gegen 1. Der Sieger bekommt alles. Dieser Krieg kann nicht enden, solange es zwei Günther gibt. Also, was sagst du? Meinem Ebenbild war die Lage eindeutig klar. Nicht nur wollte er seine Freunde nicht in eine unnötige Gefahr bringen. Er sah auch, dass meine Seite an Kämpfern eindeutig überlegen war. Shinnok in seiner Blutklingenform, der dunkle Rächer und Mega-Latias könnten auch ohne Lord Ecke ganz einfach gegen Latios, Sumpex und Bulbi gewinnen. Funkenherz brauchte man ehrlich gesagt gar nicht wirklich mit einzubeziehen. Zudem, es war ein fairer Deal. Und ich wusste, dass er das nötige Selbstbewusstsein haben würde. Gut, wir machen es so. 1 gegen 1. Der Kampf endet mit dem letzten Atemzug des Verlierers. In der Sternlichtkuppel. Wenn du es darauf anlegen möchtest, dann werde ich dich nicht abhalten. Ich hatte zwar erwartet, mich in der letzten Schlacht auf meine Freunde verlassen zu können, aber ich muss die Sache wohl in meine eigene Hand nehmen. Folgt mir. Stumm liefen wir beide die Treppe hoch, alle anderen knapp hinter uns. Ich hörte, dass es bei ihnen einiges an Gesprächsbedarf gab, gerade bei Shinnok, der heftig auf seine Familie einredete. Nicht nur ich war vollkommen fokussiert, um keinen Überraschungsangriff zum Opfer zu fallen. Doch beide Günther dachten nicht daran, einen zu starten. Bald erreichten wir den höchsten Ort dieser Welt, die Sternlichtkuppel. Hier an diesem Ort sah man die Sterne nicht nur, man spürte sie. Es wirkte nicht mehr, als sei man in einem Turm mit Sternenhimmelfarben, sondern als sei man wahrlich im Weltall. Ein lila Gegenstand strahlte hinter einer dunklen Barriere hervor. Die bloße Aura verriet mir, dass es sich um das Zahnrad der Welten handeln musste. Denk nicht einmal daran, du wirst dieses Zahnrad nie bekommen. Also, bist du bereit für deine letzte Schlacht? In einigem Abstand versammelten sich meine Freunde, um der Schlacht beizuwohnen. Aber sie wussten, keiner von ihnen würde eingreifen dürfen. Es wird meine vorletzte Schlacht werden. Erst besiege ich dich, dann den dunklen Gott. Erst dann wird der Frieden herrschen. Ich bin bereit. Doch ich verspreche dir, du wirst nicht gewinnen. Denn letztlich bist du wohl doch nur eine Kopie meines Selbst, welche durch die Verzerrung entstanden ist. Sofort fokussierte ich mich, um die Emotionen wieder nutzen zu können. Sie wären in diesem Kampf mein größter Vorteil. Wenn der zweite Günther wirklich war wie ich, dann wären wir logischerweise gleich stark. Doch er konnte keine Determination haben. Auch er selber schien zu sehen, dass ich ihm von den Fähigkeiten her im Voraus war. Was ist dieses Hexenwerk? Was soll das? Es ist die Macht der Essenz der Emotion. Versuche nicht, dich ihr zu widersetzen. Es wirkte so, als würde die Schlacht endlich beginnen. Doch auf einmal leuchtete das Zahnrad auf. Und Licht floss in meinen Feind.
Er selber wurde vollkommen unvorbereitet getroffen. Sein Äußeres änderte sich. Sein Körper färbte sich in denselben Ton, den auch das Zahnrad hatte. Und wie aus dem Nichts erschienen 5 Kugeln um ihn herum. So fühlt es sich also an. Das Zahnrad will einen Kampf auf Augenhöhe. Also sehen wir mal, wie du mit deinen eigenen Waffen klarkommst. Nun endlich schien die Schlacht wahrlich zu beginnen. Ich wusste, trotz dem Eingreifen des Zahnrads war ich noch im Vorteil. Hierfür hatte ich im Verlauf der Tage trainiert. Ich hatte den Kampf mit den Emotionen perfektioniert. Der zweite Günther hingegen hatte keine Idee, wie er seine neuen Möglichkeiten am besten ausschöpfen könnte. Während ich auf einen neutralen Start spielte und mir erst einmal einen kleinen Vorteil aufbauen wollte, wofür ich die Kraft der Freude nutzte, wollte mein Gegner sofort auf den Hass zurückgreifen. Er hatte eindeutig nicht vor, diesen Kampf lange andauern zu lassen, was aber auf jeden Fall eine falsche Entscheidung in dieser Art des Kampfes war. Mein Tempo war erhöht, während seine Defensive und sein Tempo litten. Diese Gegebenheiten sorgten dafür, dass sein Hass ihm keinen einzigen Vorteil brachte, da er einfach keine Treffer landen konnte. Während ich bereits einiges austeilen konnte. Ich hatte bereits beim Trainieren und Überlegen festgestellt, dass Hass allgemein die gefährlichste Emotion war. In einem Kampf, in dem beide Seiten die Techniken beherrschten, brachte er eigentlich nur etwas, wenn der Gegner die Trauer nutzte oder versuchte, sich durch die Liebe zu heilen. Ansonsten wäre sie eigentlich nie eine gute Wahl. Sein nächster Zug wirkte schon etwas klüger. Er nutzte sofort die Kraft der Liebesemotion, um einen Teil seiner Wunden wieder zu heilen. Ich reagierte leider nicht schnell genug und griff erst an, als er bereits in seine Hoffnungsform gewechselt war, um mich auszuspielen. Ich sah dies als die beste Situation, um auf die Trauer zurückzugreifen. Überhaupt zu versuchen, mit der derzeitigen Agilität mitzuhalten, war Schwachsinn. Lieber versuchte ich, so wenig Schaden wie möglich mitzunehmen, wofür dieser Zustand perfekt war. Den Schaden, den ich so erlitt, heilte ich sofort wieder. Da der Hass des anderen Günther noch nicht wieder zur Verfügung stand, entschied er sich, gar keine Emotion zu nutzen. Ein weiterer Fehler seinerseits. Er hätte locker an diesem Punkt die Freude nutzen können. Anschließend wären langsam seine erstgenutzten Emotionen wieder verfügbar gewesen. Keine Emotion zu nutzen brachte eigentlich immer Nachteile. Durch diesen Start konnte ich bereits früh in eine Vorteilssituation kommen. Was wohl im direkten Vergleich das Wichtigste und somit schon beinahe eine Vorentscheidung war. Denn nun steuerte ich den Kampf. Er musste sich an meine Emotionsnutzung anpassen, nicht ich mich an seine. Ich kontrollierte das Geschehen. Er musste meinem Takt folgen, um noch gewinnen zu können. Offenbar bedacht, sich schnell wieder aufzuheilen, um aus seiner Nachteilssituation zu entkommen, nutzte er die Kraft der Trauer, um die Wartezeit bis zur Liebesemotion überbrücken zu können. Was für mich eine perfekte Gelegenheit war, den Hass auszuspielen. Seine leicht gesunkene Geschwindigkeit sorgte dafür, dass mein Mangel nichts bewirkte. Und er gleichzeitig den bekannten Hassgeschossen nicht mehr ausweichen konnte. Seine erhöhte Defensive sorgte zwar dafür, dass die Treffer nicht allzu mächtig waren, aber trotzdem brachten sie mich in einen noch größeren Vorteil. Der Kampf schien eindeutig und auch mein Gegenüber schien das zu bemerken. Ich hab dich wohl unterschätzt. Du bist gut, das muss ich dir lassen. Aber mach dir keine Hoffnung. Der Kampf wird jetzt enden. Und auch ihr Zweifler werdet sehen, wer von uns beiden ein Held ist. Denn weißt du was? Licht. Du hast uns ja vom reinen Element erzählt, nicht? Nun, eventuell habe ich da vergessen, etwas zu erwähnen. Wie aus dem Nichts erschien die altbekannte Essenz in seiner Hand. Das reine Element gehört mir. Ich bin sein Auserwählter. Also mach dich gefasst, die wahre Kraft des Lichtes zu spüren. Reines Element, diene deinem wahren Herrscher. Gebe dem wahren Helden dieser Welt deine Kraft. Dem Original. Dem, der für das Gute kämpft. Das reine Element stieg in die Höhe und begann sich in die Mitte zwischen uns zu begeben. Auf einmal drehte es Kreise. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Latias erkannte, was geschah. Das reine Element. Es kann sich nicht entscheiden.
Es weiß nicht, wem es helfen soll. Wie aus dem Nichts zersprang die Essenz und ein Strudel aus Licht sammelte sich an der Decke. So, dass niemandem geholfen war. Was? Das kann nicht stimmen. Das Rennelement muss mich doch erkennen. Es kann doch nicht... Du kannst nicht die Wahrheit sagen, oder? Diese Welt ist meine Heimat. Ihm blieb keine Wahl mehr. Selbst er musste einsehen, in welcher Lage er sich befand. Er war im Unrecht. Und er wusste es. Und vor allem war er in einer extremen Nachteilssituation. Lass mich dir etwas erzählen, Günther. Ich habe euch von meinen Reisen erzählt. Erinnerst du dich an das Ende meiner Reise des reinen Elements? Der Kampf gegen die dunkle Materie. Ich denke, weshalb? Ich habe diesen Kampf damals verloren. Man kann es nicht anders sagen. Meine Freunde haben es geschafft, aber ich selber habe verloren. Die dunkle Materie konnte mich überwältigen. Aber nach meiner Rückkehr... Lange erinnerte ich mich an diese Niederlage und ich wusste, worin mein Fehler gelegen hatte. Und daraus lernte ich. Ich lernte damals, dass... Ich setzte eine kurze Pause. Was? Was willst du mir sagen? Er wurde unterbrochen. Von einem Krallenhieb mit der Macht des Hasses mitten in sein Herz. Ich lernte, dass man niemals seine Deckung fallen lassen darf. Es ist vorbei. Ohne Reaktion fiel mein anderes Ich zu Boden und explodierte in einer Welle aus der Kraft des Zahnrades der Welten.